Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und willkommen zur siebenjährigen Geburtstagsparty von Clash of Clans. Ihr habt es ja eben im Thumbnail gesehen und auch, wenn ihr euch eingeloggt habt, ich finde es wirklich, wirklich gut. 7 Jahre Clash of Clans wird hier ganz, ganz fett gefeiert. Wir gehen auch sofort mal in das Event rein hier. Also, ich habe das heute mal eingedeutscht und zwar 6 Tage, 19 Stunden Restzeit. Der Ressourcenschub für ein Juwel, ich weiß nicht, ob ihr das mal nutzt, könnt ihr mir gerne mal unten reinpinnen in die Kommis. Ob ihr das auch macht, 6 Tage lang, 7 Gems immer, das ist auch ganz schön viel, muss ich sagen. Aber ich bin nicht umsonst auf dem 10er-Account hier heute, denn mit denen gönne ich mir das in jedem Fall. Die haben auch immer genug Gems hier. Aber das Dunkle, das lasse ich jetzt erstmal weg, denn 194.000, obwohl, ich bin immer so ein Geizknochen hier. Ich meine, der Alex, der könnte sich jetzt den King hier hochballern. Muss man mal so sagen, wir haben im Moment keinen Schub mit 137.000, ich habe aber kein Buch mehr. Ich habe noch das Unibuch, ich glaube, ich nehme das Unibuch auch. Ich nehme jetzt mal das Unibuch hier, das mache ich dann gleich beim Donnerwengel auch. Dann habe ich den Eye auf jeden Fall ein Level weiter auf 33 und dann können wir hier auch die dunklen Bohrer mit anschmeißen. Das kostet dann auch nur 3 Gems hier, gönnen wir uns in jedem Fall. Also erste Gönnung hier in diesem Video. Dreh die Lautstärke auf. Richtig krasser Scheiß, muss ich mal so sagen. Der Magier hier, der Party-Magier. Ich habe ihn auch ausgebildet, den werden wir gleich sehen. Und guckt euch ruhig das Video an, was er zu Anfang angepriesen wird auf der Supercell-Seite. Richtig gut gelungen, muss ich mal so sagen. Und ich glaube, die Entwickler haben sich bei der Entwicklung dieses Charakters auch mal so richtig, richtig weggelacht. Also dreh zur Feier die Lautstärke auf und entfessle den Party-Magier. Er hat den Groove und imponiert seinen Gegnern auf dem Schlachtfeld mit cool Moves und Rhythmus im Blut. Jo. Der sieht auch richtig schick aus, zeige ich euch gleich. 7 Tage Special, also 28 Tage lang feiern wir das 7 Tage Special jetzt mit Magier, mit Wächter, mit organisieren die fiesesten Feste. Nimm an unseren Geburtstagsfeierlichkeiten teil. Es erwarten dich fantastische Ereignisse, Hindernisse und Saisonherausforderungen. Und natürlich, es läuft schon die Clankriegsliga, aber im Moment hier für uns noch nicht, denn für uns läuft hier im Moment noch Clankrieg. Und oh, ich bin mal live mit dabei. Nicht ganz zu Anfang, aber so halb zu Anfang. Müssen wir mal gucken, der Gegner zerlegt uns hier gerade ganz nett. Ich hatte erst gedacht, die haben in der Nacht schon so ein paar Fails hingelegt, denn der Clankrieg hat mitten in der Nacht gestartet hier. Und habe gedacht, oh, die haben schon ein paar Fails hingelegt, aber danach haben sie dann richtig ausgepackt. Also kriegen wir mal richtig Packung hier, ist aber alles nicht so schlimm. Ich hoffe, wir bereiten uns ja auch seelisch und körperlich und so weiter schon mal auf die Liga vor. Und der Clankrieg hier war jetzt nochmal vor der Liga. Also hier auch heute Nacht oder morgen die SCCWL Start und der Gladiator hier, Rathaus 11 auf Rathaus 11. Müssen wir mal eben schauen. Ob die Base hier, die ist jetzt schon über 60%, die hat auf jeden Fall keine Troll-Tesla. Wir haben eben eine Base angegriffen, die hatte dann mal Troll-Tesla auf 12, 3, 6 und mal auf 9 Uhr. Also 4 Stück an der Zahl und ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber das bleibt hier bei 2 Sternen erstmal stehen. Und ihr seht das hier, ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wir kriegen Packung, wir gucken mal, wie wir das Ganze kompensieren können, aber der Gegner hat schon gut zugelegt hier, AFA liegt auch schon offen. Auf der Seite, aber es war ein Rathaus 12er, der Feind hat 1 oder 2 Rathaus 12er mehr und hier auch ist mittlerweile bis auf Maße alles gedreht worden, aber ist alles nicht so schlimm. Ich sehe das, ja, heute sehe ich das mal ganz entspannt, denn heute wollen wir feiern, auch vor allen Dingen mit den Magiern. Sie sind hier ja auszubilden, ich habe auch 12 Stück ausgebildet, die ich im Event brauche und er hat ein bisschen mehr Trefferpunkte. Ja, etwas weniger Trefferpunkte als der normale Magier, kann aber ein bisschen mehr Schaden austeilen. Und ich muss sagen, der ist wirklich, wirklich mal richtig retro gelungen. Das ist richtig 70er, 80er Style hier. Vor allen Dingen auch mit den heftigen Stiefeln, mit den Plateaustiefeln. Der gefällt mir wirklich, wirklich gut, muss ich mal so sagen. Und auch auf dem Feld, das hätte ich jetzt nicht so gedacht, haben sich die Entwickler richtig was einfallen lassen. Also er sieht auch richtig gut aus. Ja, da seht ihr es, schwarz-blaue Haare und so ein bisschen Geflicker, Party-Geflicker. Man sieht die Stiefel, also ich finde es echt gut animiert hier. Da haben sich wirklich mal Mühe gegeben und ich weiß nicht, ob ihr ihn schon habt.
Ich habe schon das Geschenk beim Alex hier. Ich hatte erst wieder die Befürchtung, es kommt wieder so ein Kuchen hier wie 5 oder 6. Nein, es ist hier so eine Box und sie ist noch verschlossen. Und wenn man draufklickt, dann kommt ein Ballon raus und so ein bisschen, hurra, Überraschung zum 7. Jahrestag. Ich weiß nicht, was rauskommt, wenn man ihn entfernt. Ich lasse ihn erstmal stehen, denn ist im Moment in allen meinen Dörfern mein einziger. Und sieht aber auf jeden Fall schon mal gut aus. Man kann ihn auch per Schippe wegmachen und er bleibt auf, also der geht irgendwann mal zu. Also wenn ich jetzt weiter draufklicke hier, dann geht er immer nur auf, zu. Und wenn ich jetzt ein bisschen wieder rausgehe, irgendwann geht die Klappe dann wieder zu. Aber hier geht's jetzt mal rein mit dem Partymagier. Mal gucken, ob ich hier überhaupt Party machen kann mit so einer Armee hier. Denn auf Rathaus 10 ist das gar nicht mal so einfach. Aber hier haben wir doch gleich einen. Der hat allerdings hier Multi-Infernos. Single-Infernos wären mir jetzt fast... wären mir doch nicht lieber. Okay, wir gehen hier rein über diese Ecke hier. Und jetzt lassen wir hier den Partymagier mal raus. Alter, ist der schnell. Guckt euch den an. Eieieiei. Oh. Aber ich habe... Ich habe ja 2 Sprung dabei. Okay, dann lassen wir die ganze Meute, glaube ich, hier hinten mal springen. Die Bowler hier mit rein. Und... die restlichen Partymager. Ah, sind die fix? Die sind ja viel schneller als die anderen, glaube ich. So hatte ich jetzt gerade das Gefühl. Ich kriege hier gar nicht alles so schnell raus, um mich an den Partymagern zu ergötzen. Ich habe Hogs da drin. Oh, ich habe da Hoggies drin. Naja, okay. Okay, das macht jetzt nichts. Dann bringen wir die ganze Meute hier mal ein bisschen in Schwung. Und wir müssen das ganze Ding ja hier nur gewinnen. Komm, da weg, dass ihr da hier ein bisschen in der Base bleibt. Oh. Loon-Alarm hier. Shit. Und wo ist denn... wo sind meine Helden? Ach, da ist der eine Held, tolle Wurst. Aber da ist noch ein Babydrachen und meine Queen. Wo eiert die rum? Ah, die eiert da rum. Die muss jetzt da rein den Drachen machen. Okay, das ist aber noch gerade so gelungen. Okay, dann können wir hier hinten noch rüberspringen. Haben wir hier noch was in Heilung? Ah, der scheiß Drache da. Der alte scheiß Drache da. So viel Loot hier habe ich hier jetzt liegen lassen und ich gewinne nicht mal. Das ist ja das Schlimme, oder? Kriegen wir da das Rathaus noch weg? Das hat noch einen Tropfen auf den heißen Stein, aber das schaffe ich nie mehr. Ah, Mist. Okay, da habe ich mich gerade so ein bisschen heftig, glaube ich, auf die Magier, glaube ich, konzentriert. Die sind ein bisschen schneller, hatte ich gerade das Gefühl, vom Movement her. Sind die ein bisschen fixer und hier unten aber, glaube ich, der Bogenschütze hier, das können noch 50% werden, oder? Je nachdem, wo der jetzt hingeht, der Lakai, wenn er auf den Bombenturm geht oder auf das Lager rechts von ihm über, dann kann das noch was werden. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich cutte euch das mal raus. Das Ende halte ich euch aber fest. Okay, Satz mit X, das war wohl nix. Aber, naja, was willst du machen? Ist nicht so schlimm, aber wir müssen natürlich für das Event hier gewinnen. 0 von 15, okay. Wir müssen für das Event gewinnen. Und jetzt gebe ich mir aber keine Hocks. Ich habe mir die Armee, glaube ich, schon hier in die Schnellleiste gepackt. Auch das könnt ihr mal wieder machen hier. Da habt ihr die sofort on top. Allerdings muss ich die Zauber eben mal etwas weiser wählen. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch Mauerbeherr dabei. Richtig, ich habe auch Mauerbeherr dabei. Also kurzer Reck hier, kurzer Cut. Und dann machen wir hier kurz mal Party weiter. Ich gucke mal, was ich euch jetzt vorenthalten habe, beziehungsweise was es eigentlich noch hier gibt als Geburtstagsüberraschung und was wir hier noch feiern können. Ui, das nenne ich mal Loot hier für mich. Ich habe euch aber eben schon einmal... zwischendurch angegriffen waren, Rathaus Elver zeige ich euch gleich, habe ich ein bisschen Loot auch mitgenommen, aber hier auch wieder eine abgefarmte Base für mich, wunderprächtig, 600.000 von beiden, plus eine ganze Menge Dunklem, ich habe nur nichts hier für diese Bombentürme, eigentlich müsste ich mir hier mal so 1-2 Loons auch mitnehmen, in so eine Armee reingepackt und wo gehen wir denn eigentlich rein, ich würde sagen, wir gehen hier über diese gesamte Flanke mal rein und die Partymagier, wenn man sie ersetzt, dann wird die Musik ganz schnell. Also wenn ihr dort den Ingame-Sound anhabt, dann werdet ihr hören, dass dort, ja, dass es mal ein bisschen fixer wird. So, Riesen und noch mehr Riesen. Also hier geht es jetzt rein in die Base. Die sollen sich da jetzt erstmal durchprügeln. Hier auf der Ecke, würde ich sagen. Können sie der Queen eigentlich mal entgegenkommen? Ich nehme die jetzt mal in Gift hier. Das mache ich auch viel zu selten hier, dass ich mal sage, ich nehme die hier jetzt mal in Gift, die Helden in der Mitte. Schon ein bisschen schon mal
proaktiv hier unseren Heilzauber geworfen, Sprungzauber hier. Das dürfen jetzt auch die Truppen mal in Anspruch nehmen. Hier machen wir hier mal einen Fries hin und nochmal hier gewutelt. Und jetzt muss das hier aber durchgehen. Was macht meine Queen? Okay, meine Queen bekommt schon wieder von da Beschuss. Das ist ein bisschen doof. Da steht der Bogenschützenturm auch ganz schön tief. Und den erreiche ich da auch mit nichts jetzt gerade. Auch nicht mit den Magiern von hinten. Denn die Queen, ja, jetzt springt sie weg. Okay, jetzt springt sie nochmal weg. Aber hier hinten die drei Verteidigungsgebäude nochmal in Fries gebracht. Der Fries ist bei mir jetzt auch auf 5, auf Rathaus Level 10. Den habe ich auch hochgelevelt. Also kann ich euch nur empfehlen, der hält doch mal ein bisschen länger als ein Level 1, 2 oder als ein Level 3 Fries. Und ich habe noch ein paar Partybringer hier in der Base. Da ist zumindest noch einer hier. Nahe der Riesen. Bowler außen und drei Päckerdamen. Das dürfte in jedem Fall reichen hier für 3 Sterne. In der Party hier bei Supercell. 7 Jahre Supercell und auch er hat hier schon geschenkt. Wird es aber wahrscheinlich nicht merken, wenn er so offline ist wie jetzt gerade. Und der Partybruder hier macht auch richtig Feuer hier in der Base. Da ist er nochmal richtig nah jetzt am Bombenturm hier und den Riesen. Der geht jetzt auch hoch. Der Partymagier überlebt das Ganze auch. Wunderbar hier. Der bringt hier den Beat hier in die Bases rein. Und was haben wir jetzt noch alles zu machen hier? Ich gucke mal gerade in Großansicht. Oh, da auf der anderen Seite müssen wir noch. Wir müssen auf die andere Seite noch. 44 Sekunden. Gucken wir mal, ob die das wohl packen. Wähle einen anderen Zauber aus. Ja. Ich brauche keinen mehr wählen. Und oben ist immer noch der Partymagier. Mal gucken, wo geht er jetzt drauf? Ah, der geht erstmal auf Defense. Okay, alles klar, aber gegen die Kanone schafft er das nicht. Und 29 Sekunden fällt er. Der fällt erstmal, der Turm. Ah, die Riesen sind auch cool. Die Riesen sind auch cool mit ihren Holzplatten da auf den Schultern. Und jetzt probiert es der Bowler. Oh nee, das ist alles nur Einzelgetrüppel hier. Aber außen geht jetzt schon mal King 33. Habe ich ja eben hochgeprügelt. Und von der Seite nochmal die Packies. Kriegen wir den auch wirklich auf 0? Das wäre echt stark. Jawohl, haben wir auf 0 gebracht. Und auch auf die 0%. Eine Sekunde. Kein 3-Sterne-Hype. War das knapp, habt ihr gesehen. Alle drei hatten gerade nochmal ihr Schwert gezückt. Aber nicht ganz geschafft hier. Und macht aber nichts, hier habe ich jetzt in jedem Fall schon den zweiten drin, denn ich habe eben, lass mich eben mal nachtrainieren hier, eine Schnellausbildung. Ich habe mir ein bisschen Schub reingeballert hier, das mache ich jetzt mal bei dem 10 an heute. Die haben es mal so ein bisschen verdient und ich habe hier jetzt eben schon angegriffen hier, das war ein Rathaus 11er, den haben wir auch ganz gut mitgenommen, 77%, das war in Ordnung. Vor allen Dingen viel Elex dabei gewesen. Ich habe eigentlich heute auch nichts vergessen, es gibt natürlich super Sachen hier im Shop, Jubiläumspaket zum 7. Jahrestag. Die sind nicht schlecht, aber sie sind auch ganz schön teuer, muss ich sagen. 54 Tacken hier unten. Das erste Paket und das zweite Paket für 21,99 Heldenbuch, Buch des Bauens, dunkle Rune. Oh, gar nicht mal so schlecht. Das andere sind jeweils zweimal die Runen, zweimal Unibücher und 75 Mauerringe. Das ist natürlich krank. 75 Mauerringe, aber ich denke, ich gönn's mir dennoch nicht. Das ganze Geschenkzeug hier ist jetzt, glaube ich, im Moment schon weg. Hier gab es ja auch ein paar Tage so ein paar Gifts zu verschenken. Also wenn du Juwelen gekauft hast, konntest du deine Clan-Jungs noch mit Juwelen ausstatten. Das heißt, die haben dann auch ein paar bekommen. Wer mal wieder ganz, ganz leer ausgeht hier bei dieser Geburtstagsparty, ist das Nachtdorf. Ja, jetzt haben sie ja irgendwo Rathaus bzw. Bilderhall 9 rausgebracht. Großer Hype. Hurra, Bilderhall 9 ist da. Aber was gibt's hier zum Jubiläum? Im Moment, muss ich so sagen. Vielleicht kommt ja noch was hier in den nächsten 28 Tagen. Aber hier zurzeit kein Schub. Nur den alten Uhrenturm, den du alle 8 Stunden anstoßen kannst. Keine verbilligten Truppen. Keine Spaßtruppe hier. Ich bin echt mal gespannt. Also in den nächsten 28 Tagen, ob sich auch hier im Nachtdorf so ein bisschen was tut. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird von Supercell etwas stiefmütterlich behandelt, beziehungsweise, wie soll man es sagen, es ist ja mal ins Spiel gekommen, aber so richtig weiß man gar nicht, warum. So richtig weiß man gar nicht, warum. Und okay, man kann die anderen Sachen hier bauen, ja, weiß ich wohl, aber egal. Ich werde hier jetzt noch so ein bisschen weiter rumfarmen. Ich hoffe, ihr farmt auch und seid später im Livestream auf Twitch mit dabei. Es würde mich in jedem Fall freuen. Und auch der Stream von gestern Abend war richtig, richtig nice, muss ich sagen. Vielen lieben Dank für die vielen Zuschauer und die vielen 3-Sterne-Hypes. Sah richtig krasser Kampf hier gestern Abend und das Finale wird nochmal umso interessanter. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann lassen wir am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Weitersagen nicht vergessen.
Und dann bis dahin, schönes Wochenende, euer Toto. Rest.